Hey Leute, hier ist der Mori, euer Blackout Problems Spion. In der ersten Episode habe ich euch schon erzählt, was dieses neue Format hier denn eigentlich soll. Es soll euch einen Einblick geben in die Dinge, die wir tun und wie wir sie tun. Und es soll euch einfach einen anderen Blick auf unser Bandleben geben. Und zwar meinen Blick. Mein Mori-View-Blick. Mein Spycam-Blick. Ich habe fast überall meine Kamera dabei und lasse die Kamera auch meistens in den normalsten Situationen einfach mitlaufen und filme unseren Alltag mit. Und daraus entstehen meistens die besten Konversationen und die ehrlichsten Gespräche. Und das soll so ein bisschen die Magie dieser neuen Doku-Reihe werden. In Episode 1 habe ich euch von Berlin erzählt. In Berlin haben wir die ersten Steps zum neuen Album gemacht und chronologisch knüpfe ich hier einfach mal danach an. Mich trifft es auch, wenn ich herkomme und das Zeug ist weg und so. Und ich merke, dass ich in der Telco sauer werde, weil ich nicht weiter weiß. Dann oder so. Das merke ich schon auch. Aber andererseits habe ich auch schon voll viel Positives sozusagen getan, seit das passiert ist, wo ich mir denke, okay, wir haben jetzt schon mal jemanden, der fast alles mitspielen kann. Wir haben schon Probetermine mit dem ausgemacht. Es war ziemlich komisch, den Schlagzeugplatz so leer zu sehen. Aber uns wurde ziemlich schnell bewusst, an wen wir uns wenden könnten und mit wem wir uns Blackout Problems am Schlagzeug vorstellen könnten. Marius Bornmann, Drum-Legende von Heiß-Kalt. Mario hat mit Marius telefoniert, hat ihm unsere Situation erklärt und Marius hat uns ziemlich schnell wissen lassen, dass wir uns auf ihn verlassen können, dass wir keine Shows absagen müssen und dass Blackout Problems mit ihm am Schlagzeug eine Zukunft haben kann. Was sagt Phil und Matze eigentlich, dass du jetzt hier spielst? Achso, ich wollte jetzt nicht. Die freuen sich beide. Ja? Ja. Ich habe das Gefühl, freuen sich ehrlich. Cool. Wir haben die ersten Probetermine für den März ausgemacht. Wir haben Marius unsere Songs geschickt, sodass er sich vorbereiten kann. Da wir uns zeitlich keinen Kaltstart leisten konnten und wir Marius natürlich auch in der ersten Probe ein sicheres Gefühl unsererseits geben wollten, mussten wir uns auch selber vorbereiten. Aber wie zur Hölle probt eine Rockband ohne Drummer? Ich habe mal Backline gemacht bei den Sportfreunden. Da haben danach 30 Seconds to Mars gespielt. Der Schlagzeuger kam einen Tag vorher in den Knast, weil er irgendwas gemacht hat. Und dann haben die ohne Drummer gespielt. Ah! So. Krass! Und es war halt. Also. Hast du ihn gesehen so, oder was? Ja. Der war einfach kein Drummer auf der Bühne. Die waren zu dritt auf der Bühne, glaube ich. Zu zweit auf der Bühne, glaube ich. Es war einfach Playback. Krass. Um euch jetzt den Nerd-Talk um Ableton Live und Recording-Software zu ersparen, breche ich es einfach mal runter. Das Schlagzeug kam vom Band, wir haben es über unsere Ohren gehört und wir haben gemeinsam dazu gespielt. Ja, es war komisch, zu dritt im Proberaum zu stehen und das Schlagzeug nur durch die Ohren zu hören und dazu zu spielen, weil wir anderes gewohnt waren einfach die letzten Jahre. Aber es hat Spaß gemacht, wir hatten Bock und die Vorfreude, wieder mit einem richtigen Schlagzeuger zu proben, die war riesig. I've been ready for a take-off.